Hallo Freunde, wir sind heute im MM-Park in Frankreich. Hinter mir steht ein Hetzer. Am besten würde ich sagen, lass uns nicht viel Zeit verlieren mit dem Intro und legen gleich los. Ja, wenn du das Ding anmachst, dann brauchst du mehr wie nur eine Sonnenbrille. Ja, das war der Stromgenerator für den Flachs-Suchscheinwerfer. Ja, hier hat er gezogen. Optional ein Röntgengerät, wenn du willst. Ja, das Problem ist irre, ja. Schon hatten, war Spritproblem. Ja, am Anfang sind wir mit dem Zeug noch ziemlich viel rumgefahren. Siehst du, hier, wie viele du da drauf gehen magst. Das erste ist noch eine Aber es stimmt schon, wie viel Detail, dass die hier haben. Es ist Wahnsinn, ne? Es ist eigentlich schon, dass du dir überlegst. Gib mal dein Handy. Schick mir es deiner Frau. Du vor dem Ding, sag friedlich wieder heim. Der kommt ins Wohnzimmer. Nee, aber da zum Beispiel, das ist das Zeichen vor Jägerbataillon. Müsste sogar das erste sein. Das erste Jägerbataillon hat das dazu gehört. Da hast du ja hier eine Panzerfaust am Motorrad. Ein Paddy Air. Schau, das ist sogar Mercedes. Siehst du, hier ist offen noch. Weil die untauglich gemacht worden sind. Das ist einfach ein Ding, Stockbooster, gell? Das ist Stockbooster. Schau mal, aber die Motoren sind eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so groß. Ach so, der kommt von. Ach so, okay. Das ist immer, was das eigentlich hier für ein Magazin der ist. Das ist eine Vierer-Flak. Aber auch deutsch, oder? Ja, das ist eine Vierer-Flak der Deutschen. Und da unten hast du die Rohre. Da hast du die Rohre, die du tauschen kannst. Wahnsinn, was er alles hat und trotzdem verloren. Ja, jetzt erklär's uns nochmal, Dennis. Das war. Eine kleine Pack müsste das sein? Da hast du eine große Pack. Das da drüben ist eine Pack. Ob das hier eine ist? Oder das ist. Nee, halt, stopp. Das ist eine von denen. Also ist es Flugabwehr. Dann muss ich mich korrigieren. Das ist eine Flugabwehr. Bloß halt auf 1. Das ist jetzt ein französischer. Franzose. Und deswegen hat er nicht funktioniert, weil er den jetzt anguckt. Tatsächlich haben die Franzosen auf keine Panzer gesetzt. Mit Weber und Turm waren sie jetzt tatsächlich die ersten. Was an sich nicht schlecht ist, aber. Die Geschichte des Panzers war tatsächlich. Hier hat es wieder rausgeschleudert. Die Hose. Da, Roadrunner. Amerikanische Witzbeuge. Da oben kannst du ja nicht. Da ist das, wo du das Bild machen. Das ist eine 155 mm. Ja. Das ist eigentlich schon krass das, mit den Federn, mit den Dämpfen. Und da hast du zum Bleistift nämlich die, wenn du dir das anguckst und was wir hatten, die hatten halt schon um einiges. Ah, da siehst du die Einschläge. Ja, das ist riesig, schau mal, kannst du reingucken. Ja, aber das ist, wenn jetzt uns abgefackelt und sowas. Thank you.
Hast du gesehen? Da vorne ist auch ein Sherman und ein Hellcat. Ja. Also interessant, aber die schauen anders da aus, als wie die, wo wir in Kroatien gesehen haben. Also ich hätte den jetzt nicht... Der Hellcat und der Sherman sind hier viel größer als der. Wir müssen dahinter dann nochmal. Also es ist einfach daran, dass wir hier drinnen sind und die draußen standen. Also wie findest du das jetzt? Komm. Ich find's bombastisch hier. Also es ist gigantisch, du kommst nicht alles, mehr zum Erklären, gell, gar nichts. Es steht hier wirklich alles, ist irre. Also ich weiß gar nicht, wo du anfangen sollst. Irgendwie. Wir gehen nochmal dahinter nochmal. Also es ist cool. Vor allem auch die sowjetischen Panzer, die sind riesig. Also ja, die habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Okay, der ist zwar nicht von den Sowjeten. T-26. Gut, das ist jetzt wirklich ein kleiner Panzer von den. Ja, wenn du überlegst, der T-55, wo wir gesehen haben. Was ist das für einer? Das ist die Su 300 irgendwas. Das ist auch wieder... das ist eine Ivo 152, da steht halt nichts auf Deutsch. Tobi. Es ist aber, ich glaube fast eher, dass es Artillerie ist, weil für einen Jagdpanzer ist das Rohr viel zu groß. Der hat kein gedreht, oder? Panzer ist Glattrohr. Glattrohr, ja, genau. Panzer ist eigentlich immer Glattrohr. Tobi, du machst hinter mich. Drall und sowas hast du nur bei Gewehren. Ja, aber der kam also bei kleinen Waffen. Der jetzt, der von Rheinmetall, der neue, der hat ihn gedreht. Das ist ein Flammen, ne? Nein, das ist ein Anti-Tank-Rifle. Also da saß einer da und hat auf Panzer mitgeschossen. Nein. Ja, das sah weg so aus. Wenn du überlegst, schau mal her, das ist ein T-34 und wir haben den T-55 in Kroatien gesehen. Der T-55 ist ja auch größer. Der ist ein bisschen weiter, ja. Der ist schon echt... Aber was die Amis hatten... Hast du eigentlich die Schneefräse der Deutschen schon gesehen? Ja, die ist ja gigantisch. Das ist die... Also, ist es relativ selten eigentlich, dass du das hast. Jetzt erklär mal, Dennis. Wie funktioniert das? Warum muss ich jetzt erklären? Weil du das so schön kannst. Ich kann das nicht. Red einfach. Nee, aber normalerweise stehst du so da, hast es hier drinnen, guckst hier rein, über das. Eigentlich mit beiden Augen offen. Und wenn du das auf einer Höhe drin hast, und dann kannst du damit im Feuerstoß schön gediegen schießen. Im Normalfall hast du hier eigentlich noch eine Papiergeschichte drin, wo du aufklappen kannst für Flieger. Das ist halt, wenn da eine Granate reinfliegt, sind die halt alle tot. Weil, wenn der an seinem Browning steht, mit seinem Ladeschützen hast du viel wenig Platz. Und wenn da eine Granate, ein Mörsergeschütz oder sowas reinschlägt, ist vorbei. Dann kannst du den Panzer weghauen. Weil die ganze Splitter innen drin rumfliegen. Thank you.
Also ich schätze, das sind. Das jetzt zum Beispiel ein 8-Zylinder Diesel. Hm. Da haben wir den Luftfilter. Und sonst gängiges Einspritzung, das Einspritzrail, denke ich, ist das. Dann haben wir hier Ölfilter, Öldruckschläuche. Dann hier das Getriebe im Prinzip. Mit dem Gestänge zur Schiffsschraube. Zur Schiffsschraube, genau. Da kommen dann die Abgase raus, aus den Behältern. Davon jeweils zwei Motoren, das heißt insgesamt 16 Zylinder. Hast schon mal die Power. Du gehst halt die Leiter hoch und dann bist du gleich dran. Nein, das ist so, wie heißen die Dinger? Da saß einer drinnen. Nein, lass zu. Das kriegst du nicht. Das kriegst du. Da drüben ist eins offen. Ja, aber da saß dann einer drin, das ist der Kopfschutz. Das musst du mal denken, das haben sie, ja. Die Italiener in den Kampf gezogen. Na, dritten, Alter. Aber das waren nicht Italiener, Benni, das sind auch Franzosen. Das sind auch Franzosen. Ja. Nee, aber das ist von den Briten. Das war einer der ersten, wo sie geguckt haben, dass sie ihre Fahrzeuge umbauen können, um Geld zu sparen. Da haben sie gemerkt, dass das nicht ganz so funktioniert hat. Ja, nein, den nicht. Ja, hier Kanadier. Wieder amerikanisch. Offen. Und? Ich wollte gerade sagen, was? Ein Engländer war das hier. Ja, sag ich ja, die Engländer haben am Anfang geschaut, dass sie ihre Fahrzeuge umbauen können. Das ist ein Daimler Dingo. MK2. Ja, aber es ist offen. Und das ist das. Haben aber trotzdem die Amerikaner mitunter benutzt, weil du siehst vorne, dass das kanadische Blatt ist. Also haben das die Kanadier benutzt. Das, was die Briten wirklich konnten, waren eingegraben, wie du siehst. Schau mal, weil das, Dominik, das waren die, wo, glaube ich, auch in die Force und so drin waren, die hier. Das hier war Luftabwehr, 25 mm. Das hier ist Panzerabwehr gewesen. Das ist das, was die Briten konnten, Stellungen. Wenn du siehst, dagegen hast du halt echt Probleme. Das ist aber auch Luftabwehr. Das ist Luftabwehr, aber trotzdem hast, wenn du dir anguckst, was die anderen so eigentlich hatten, und dann so ein relativ klein, ne? Ein bisschen aus wie, ja, aber du hast viel mehr Munition drin, das heißt, du kannst viel mehr Durchsatz generieren. Und das sind die Munitionsbehälter da hinten, ja, ne? Ja,
hier war die Munition. Munition da rein und das ist dann seitlich runtergefallen und hier genau. Saß einer drinnen. Das hat nur ein Mann gesteuert. Das ist nämlich ein britisch. Nee, das ist ein Kübelwagen auf jeden Fall. Aber von den Amerikanern. Ja, warte mal, da davon. Eigentlich die Briten das ist Amerika, ja. Ja, aber vorzugsweise Kübelwagen haben eigentlich die Briten gerne verwendet. Da hast du einen Diesel. Ja. Der ist aber auch schon umbaut. Oder? Nein, also nicht, habe ich gelesen. Was anderes, das, was wir haben. Das ist zum Beispiel wieder ein Amphibien-Kettenfahrzeug. Das ist ein deutsches Motorrad. Mit Beiwagen. Das ist ein Volkswagen. Die wären nämlich ohne Beiwagen schneller gewesen, weil die Beiwagen sind sogar gepanzert. Das ist Volkswagen. Das ist ein Kübelwagen der Deutschen. Das ist Käferaufbau, glaube ich. So. Und da hast du wieder ein KDF, also Motorrad. Das Ding ist Zündab. Auch geil. Muss auch ein Deutscher sein, Zündab, das oder? Das ist ein Deutscher für Flugabwehr, selbstfahrend. Deswegen hast du hier unten die Matte nämlich drin, um die Hülsen aufzufangen. Beziehungsweise auch für die Füße. Eigentlich für die Füße. Was ist das, eine Kriegsab oder was? Da hier Typ 40. Und für Luft. Nee, das ist ein deutsches Ding gewesen hier. Wie gesagt, die Deutschen mussten tatsächlich auch gewisse Sachen tätigen, weil wir ja Spritzprobleme hatten. Das ist so. Ja, die meisten Motoren. Alle Panzermotoren. Das hier ist nämlich das, was die Deutschen am meisten verwendet haben. Pferde. Möchte man nicht glauben, ist aber mitbekommen. Sprit haben wir nicht mehr herbekommen. Da siehst du wieder, welche Division. Und es ist immer erkenntlich, wo was dazugehört. Ja, ich und Dennis waren schon, oder? So, jetzt erklären Sie das mal, Dominik. Was wir hier sehen. Hetzer, du musst lauter sprechen. Hetzer, ja. Eingesetzt wurden die eigentlich nur für Jagd. Das war ein typischer Jagdpanzer eigentlich.
Jagdpanzer eigentlich ziemlich langsam. Das ist wie ein Mörser. Das hier ist eine etwas größere Mörsergranate. Das ist gab es in kleiner für die Gewehre. Echt? Ja. Das hast du dir aufs Gewehr vorne drauf gesetzt? Ah, stimmt. In der Gewehrgranate. Bumm. Weil das hier ist eine Pack 38 Gewehr. Krass. Und das wurde von zwei Mann bedient und zur Not noch geschoben, wenn es sein musste. Ja. Super. Ey, der Wille war da. Disneyland. Wir sind in Paris. Das sind noch 500 Kilometer, mein lieber Ben. Egal, in Frankreich sind wir schon. Frankreich sind wir schon. Da musst du auch so ein Affe manchmal. In Paris kommen wir nicht rein.